Hallo Leute, ich habe heute leider keine V-Bucks-Mission für euch. Allerdings hätte ich hier noch was für euch und zwar in Twin Peaks. Da gibt es zwei legendäre Überlebende, die, weiß nicht, könnte man sich ja eigentlich holen, ne? Ich dachte, ich bin mir sicher, dass es heute welche gibt, aber leider nicht. So, einen legendären Überlebenden. Einmal bekämpft den Sturm. Ich guck mal, dass ich das jetzt wieder so mache, dass ich jeden Tag auch zeige, dass man da irgendwo einen legendären Überlebenden bekommt. Ich glaube, das müssten einigen ja helfen nochmal, ne? Ich habe RDW in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt wegen Battle Royale, wegen der neuen Season. Aber da switcht man halt durch, die ganze Zeit erstmal da. Bei RDW ist jetzt im Moment das Problem, dass ich weiß nicht, ich habe hier auch kaum Neues. Deswegen, wo ich auf jeden Fall wieder dabei bin, also richtig hardcore dabei in RDW, ist natürlich, wenn die neue Unterfangs-Season am 5. April startet. Habe ich noch einen Überlebenden? Ja, das kommt sogar noch hin. 108er. Hier, Reiter auf dem Blitz. Sonst habe ich leider keine sowas wie Perk-Up und so. Zeige ich jetzt nicht, weil es gibt da kommt man selbst drauf, dass da welche sind. Ich meine, ist viel. Oder, naja, ehrlich gesagt, es geht. Also, ne? Man kann es mitnehmen. Wenn, ich glaube, da braucht er nur gucken kurz. Hier wäre sogar schon mal ein bisschen was dabei. Ja, hier, guck mal, ist schon dabei alles. 120 Futter plus ewig auch. 135. Kein Problem. Brauchen wir nicht mehr großartig gucken. Ja, also, ich guck mal, dass ich, wenn ich morgen, wenn es V-Bucks-Missionen gibt, dann noch die Überlebenden dazu nehme und dann. Gucken wir mal, dass es klappt. Wenn keine Überlebenden kommen, dann kommt auch kein Video. Denke ich mal. Ja.